5G-Oberklasse-Smartphones von den beiden großen Herstellern Samsung und Xiaomi. Wir finden für euch heraus, welches das passende Produkt für euch ist. Ja, hallo, ich bin Stefan von Brodos. Markus, auch von Brodos. Ja, Markus, heute hast du 5G-Geräte mitgebracht. Genau, was denn richtig? Genau? Ja, das Xiaomi Mi 10T Pro und das Samsung S20 Fan Edition. Okay, also da treten jetzt die beiden aktuell großen Android-Hersteller gegeneinander an, genau. Nämlich Xiaomi gegen Samsung. Und ich habe jetzt mal beide Geräte in der Hand und wenn man sich so anschaut, dann fällt auf, dass auf jeden Fall das Xiaomi ein Stück weit größer ist und auch schwerer. Und ich drehe es jetzt mal um, muss sagen, vom Finish, das ist also wirklich hier eine schöne Farbe bei Samsung und auch eine sehr schöne bei Xiaomi. Und beide haben so ein Matt-Finish. Aber was auffällt, ist, dass auf jeden Fall, ich halte es auch hier mal so ein bisschen quer in die Kamera, damit man sieht, dass die Kamera beim Xiaomi auf jeden Fall dicker ist, mehr aufträgt. Auch dann, wenn das Produkt liegt, dann merkt man auch wirklich, die steht deutlich weiter hervor. Triple-Kamera erkenne ich bei beiden und beim Xiaomi steht 108 Megapixel. Was kannst du mir zu den Kameras sagen, Markus? Ja, also Kameras hast du schon richtig gesagt. Also 108 Megapixel ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also richtig viele Megapixel-Kamera. Das heißt, vermutlich, wenn du dann in die Tiefe reingehst, also Tiefenschärfe ist da besonders ne, im Detail dann, wenn du ein Panoramabild machst und reinzoomst, ja, ist halt die Detailstufe dann extrem gut ne, bei der 108 Megapixel. Und Samsung hat? 12 Megapixel. Okay, also jetzt nochmal. Xiaomi hat eine 108 und Samsung eine 12 Megapixel. Jetzt haben wir natürlich irgendwie alle irgendwann mal gelernt, es liegt nicht immer nur an den Megapixeln. Und vor allem das Samsung hat auch in Tests wirklich gut abgeschnitten, vor allem auch bei Nachtaufnahmen. Und das ist ja quasi der kleinere Bruder des S20 Flaggschiffs. Aber man muss natürlich schon sagen, die 108 Megapixel, wie du richtig sagst, die wird in der Darstellung am großen Screen oder vor allem dann, wenn man irgendwie ins Detail reinzoomt, das wird man merken. Ja, bin ich gespannt, wie eure Anmerkungen sind. 108 Megapixel bei Xiaomi oder eben die 12 Megapixel, aber softwareseitig auch gut ausgesteuert von Samsung, wie da eure Meinung dazu ist. Ja, jetzt bleiben wir bei den Kameras, Markus. Auf der Vorderseite, beide haben eine Selfie-Kamera. Wer gewinnt da? Samsung tatsächlich, ja, der hat die 32 Megapixel Selfie-Kamera und das Xiaomi eine 20 Megapixel. Okay, also das muss man wirklich sagen, da hat Samsung sehr geschafft, dann auch im Selfie-Modus und auch mit Weitwinkel eine Menge zu tun. Also hier wirklich, wenn du Vlogger oder Instagrammer oder Social Media machst, dann ist das sicherlich das richtige Produkt. Auch da bin ich gespannt, was euch wichtiger ist. Ja, Markus, von der Größe ist tatsächlich ein Unterschied bei den Produkten. Das Xiaomi ist etwas größer und auch etwas schwerer. Gehen wir vielleicht erstmal aufs Display ein. Ja, also das Display beim Xiaomi liegt bei 6,7 Zoll und beim Samsung 6,5. Okay, also knapp 0,2 größer. Das sieht man tatsächlich von der Größe des Displays auch. Gibt es sonst noch Unterschiede? Herzzahl? Ja, Herzzahl, da ist das Xiaomi bei 144 Hertz. Wow. Also wirklich hohe Bildwiederholungsrate und das Samsung bei 120. Okay, also beide wirklich gut, aber schon nochmal zwischen 120 und 144 im Unterschied. Insgesamt merkt man auch, wenn man so in der Hand hat, ist das Xiaomi schwerer. Ja. Da ist auch ein Unterschied, wie viel genau? Genau, 218 Gramm wiegt das Xiaomi und das Samsung 190. 190, also 28 Gramm Unterschied, aber muss man jetzt sagen, nicht unangenehm schwer, also liegt wirklich gut in der Hand, sowohl das Samsung als auch das Xiaomi. Und dann lässt sich wahrscheinlich auch vermuten, dass da ein größerer Akku drin ist, weil das Gewicht wird nicht nur von der Kameralinse kommen, genau, sondern auch vom Akku. Kein Riesenunterschied, also im Samsung ist ein 4500er verbaut und im Xiaomi ein 5000er. Okay, also nur 500 mAh Unterschied. Ja. Aber ich glaube, was auch ganz spannend ist, es gibt auch bei der Ladetechnik nochmal einen Unterschied bei beiden. Richtig, ja. Das Xiaomi ist, hat kein Wireless Charging. Hat kein, also Samsung hat Wireless Charging. Richtig, aber dafür 33 Watt fast Charging. Okay, also insofern, das ist natürlich auch immer wichtig, wenn man
out of battery ist, dass man dann auch relativ schnell wieder auf ein gutes Level kommt. Also auch da würde ich sagen, Geschmackssache. Wireless hat natürlich auch was für sich. Auf der anderen Seite, schnell nachzuladen, ist schon relevant. Ja. Ja, beides sind 5G-Geräte, Markus. Mhm. Und werden von welchem Chipset angetrieben? Das ist ein Snapdragon 865 in beiden. In beiden Geräten? Genau, da sind sie gleich. Also, Gleichstand. Gleich schnell. Und Betriebssystem bei beiden Android 10. Aktuell, aber auch upgradebar auf Android 11. Und wenn ich mir jetzt hier an der Seite nochmal das Xiaomi anschaue, dann sehe ich hier einen Fingerprint. Und der ist aber beim Samsung unterm Display, also genau wie auch bei den Flaggschiffen, sodass ich also den Fingerprint des Geräts übers Display entfernen kann. Ganz genau. Also Geschmackssache ist ein Unterschied. Und was man auch beim Samsung zusätzlich noch sagen kann, das ist, glaube ich, IP68 zertifiziert, also Staub und Spritzwasser geschützt. Ja. Und das ist jetzt keine explizite Zertifizierung beim Xiaomi. Genau. Ja. Speicher, auch ein ganz wichtiges Thema, weil wenn man viele Fotos macht, dann habe ich gelernt, kriegt man den Speicher auch relativ schnell voll. Wie ist das Samsung da ausgestattet? Mit dem 128 internen Speicher. Das gibt es tatsächlich in der S20-Fanatischen nur in dieser Variante. Mhm. Aber ist dann natürlich auch erweiterbar. Okay, also das Dual SIM ist quasi ein Hybrid. Ja. Das heißt, ich kann entscheiden, ob ich zwei SIM-Karten reinpacken oder eine SIM-Karte und dann noch eine Speichererweiterung bis zu einem Terabyte. Das finde ich wirklich smart. Und beim Xiaomi ist es so. Gibt es nur zwei Varianten, ja, und keine Speichererweiterung. Also in der 128 oder 256 fest verbauten Speicher zu kaufen. Okay, also das heißt, da wäre natürlich dann eure Entscheidung, geht ihr lieber auf die größere Variante, die dann auch ein bisschen teurer ist. Wir haben uns hier jetzt mal auf die beiden 128er beschränkt. Dann, was ist mit Arbeitsspeicher? Gibt es da auch noch einen Unterschied? Da gibt es auch einen Unterschied. Da hat das Xiaomi ein bisschen mehr. Das hat mit 8 GB Speicher ausgestattet, also RAM, und das Samsung bei 6. Okay, also da auch leichter Vorteil auf der Speicherseite oder Arbeitsspeicherseite für das Xiaomi. Ja, dann ist ja die Frage, was kostet denn das Gesamtpaket? Also wie schaut es beim Preis aus? Also UVP ist um die 730 Euro für das Samsung-Gerät. Mhm. Und Xiaomi liegt bei ca. 600 UVP, also 130 okay. Euro Differenz. So, und dann, das habe ich vorher auch nochmal gecheckt, ist der Preisunterschied, also die Preise sind ein bisschen gefallen zwischenzeitlich von der unverbindlichen Preisempfehlung. Aber der Preisunterschied zwischen dem Xiaomi und dem Samsung ist nach wie vor in der Größenordnung so, wie es auch der UVP darstellt, so von 120 Euro, 130 Euro. Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie euer Urteil ausfällt zwischen dem Xiaomi und dem Samsung. Und bin gespannt, was ihr in den Kommentaren hinterlasst. Markus, ich freue mich immer, wenn wir hier mal Wettbewerbsprodukte ein bisschen näher beleuchten. Wenn das für euch auch spannend ist, dann abonniert unseren Kanal, setzt die Glocke, dann seid ihr immer aktuell informiert. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann!